Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, beziehungsweise ich würde mal sagen, wir freuen uns, aber volle Möhre, dass ihr heute wieder am Start seid. Entschuldigt uns bitte, dass heute nur auf meinem Kanal ein Video online kommt. Dazu haben wir uns entschieden, dass wir uns jetzt zusammen vor die Kamera setzen und ein bisschen mit euch erzählen, beziehungsweise euch etwas erzählen. Wahrscheinlich habt ihr den Titel eh schon gesehen und ich versuche hier voll die Spannungskurve abzubauen. Klar, sieht man den Titel, wenn man das ja, okay, ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich das Video nennen werde, aber wir haben geheiratet. Wir haben heute standesamtlich geheiratet. Ja, jetzt haben wir nicht viel drumherum geredet. Wir hatten euch ja schon mal gesagt, dass wir noch geplant haben, vor der Geburt zu heiraten. Genau. Und wir haben überall diesen Tag wirklich geheim gehalten, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen. Auch nur unsere engste Familie wusste, dass wir heute standesamtlich heiraten. Natürlich die Leute, die dann eben auch auf der Hochzeit waren. Weil wir einfach so viel Ruhe haben wollten, wie es geht, um diesen Tag einfach in ganz kleinem Kreise zu genießen. Und wir wollten jetzt trotzdem euch ein bisschen erzählen, wie es war. Es sind auch ein paar Dinge schiefgegangen gestern und heute, die eigentlich super lustig sind. Ja, also erstmal vorab, es war auf jeden Fall nicht so diese Hochzeit, die ihr jetzt vielleicht erwartet oder vielleicht gewöhnt seid. Die Leute, die da waren, kann man wirklich an zwei Händen abzählen. So viele Personen waren wir im Endeffekt. Es sei denn, ihr habt 100 Finger. Oh, da vibriert irgendwas. Wir haben einfach gesagt, vor der Geburt wollen wir standesamtlich heiraten. Einfach auch so ein bisschen aus formellen Gründen. Das haben wir auch schon ein paar Mal jetzt erläutert und erzählt. Heute war tatsächlich der einzig freie übrige Tag, als wir damals die standesamtliche Hochzeit anmelden wollten. Ist echt so. Wir wollten ja unbedingt vor der Geburt heiraten. Die soll ja so ungefähr Anfang Oktober angeplant. Ja. Und dann meinte der Typ vom Standesamt so, ja, ich habe hier Ende Oktober, dann ist erst wieder Mitte November. Ja, und dann fast schon im Dezember irgendwie wieder. Und ich so, was? Ah nee, Moment, hier haben sich zwei Leute, eigentlich voll traurig, aber zwei Leute haben sich da entschieden, doch nicht mehr zu heiraten. Dann sind wir jetzt in deren Termin reingerutscht. Das war wirklich heute so ein Zufall. Und das Ganze hat heute Morgen um 9.40 Uhr angefangen. Da war unsere standesamtliche Trauung. Wir haben nicht verschlafen, zum Glück. Nein, das wäre schlecht gewesen. Ne? Aber wir müssen eigentlich gestern anfangen, was gestern passiert ist. Also gestern, einen Tag vor der Hochzeit, liebe Leute, haben wir erstmal Julians ganzes Outfit besorgt. Weil der Julian ist ja nicht so ein schicker Typ, der wollte was? Aber... Ja, also doch, aber jetzt nicht so mit Anzug und Hemd und so. Und er wollte aber trotzdem natürlich sich auf seiner Hochzeit ein bisschen hübsch und schick machen und dann sind wir los und haben einfach... so einen Tag vor der Hochzeit. Und haben sein komplettes Outfit besorgt, was auch super geklappt hat und du sahst so wunderschön aus und ich freue mich voll. Ja, dann abends waren Freunde noch zu Besuch, meine Schwester war noch da. Ihr wisst ja, ich habe mir ein Hochzeitskleid online bestellt, so richtig unromantisch. Nein, wir sind 20 Läden abgerannt, aber wir waren mal wieder zu knapp mit der Zeit. Falls ihr das sehen wollt, wie ich auf der Suche nach einem Brautkleid war, kann ich euch in der Infobox verlinken. Da haben wir sogar auch einen Blog gedreht. Ob du es tust, ist die Frage. Ich werde es. Guckt rein. Auf jeden Fall hatte ich dann das Kleid online bestellt. Es ist angekommen und es war mir einfach zu lang. Das sollte so ein etwas, also so ein Mini-Kleid halt sein, was bis zu dem Knie geht. Und bei mir ging es halt voll übers Knie, weil ich einfach so klein bin. Und was macht die Bianca? Bianca legt das Kleid in die Ecke und wartet und wartet und wartet. Und dann sage ich irgendwann, Moment mal, hier muss doch irgendwas geschneidert oder gemacht werden. Okay, jetzt mache mir keinen Stress. Dann war ich dafür verantwortlich, dass die hier einen Schneider findet. Ja, dann sind wir zwei Tage vor unserer standesamtlichen Hochzeit losgefahren und ich habe einfach... Ich hab einen Schneider gesucht. Siri, Schneider in der Nähe. Genau, und wir sind echt zum ersten gefahren und der hat sofort gesagt, hey, ich helfe dir aus der Patsche, ich mache das bis morgen, wo ich mega glücklich drüber war und ich sollte es bis 17 Uhr, einen Tag vor der Trauung, abholen und um 18 Uhr guckt der Julian auf die Uhr, kommt zu mir und er meinte, Bianca, für diese Information, die ich dir gebe, wirst du mir den ganzen Abend den Arsch küssen, weil du so glücklich sein Also so habe ich es nicht formuliert, aber so ähnlich. Es war auf jeden Fall schon 18 Uhr. Ich sollte Bianca saß da unten mit ihrer Freundin, war sich um unterhalten. Boah, und dann so aber Turbo, dann ging's ab. Sie hat es gerade noch geschafft. Und das Kleid war wirklich perfekt. Also ich habe mich so wohl gefühlt. Die Länge war einfach perfekt. Das war auf jeden Fall der erste. Also das wäre wirklich so scheiße gewesen. Vor allem, weil die Trauung am nächsten Morgen ja so früh war, hätte ich gar nicht die Möglichkeit gehabt, morgens das Kleid noch abzuholen. Ich bin so am Arsch. Wir sind wirklich, wir haben heute einen 12-stündigen Tag mit der Familie gehabt. Aber nicht so Familie-Stress, sondern es war einfach harmonisch, es war einfach schön. Es war
mega schön. Ja, es hat heute Morgen im Standesamt angefangen und wir gehen, also man muss, bevor die Trauung beginnt und die Gäste und so alle kommen, muss man sich halt kurz nochmal anmelden. Und dann sind wir halt in dieses Anmeldezimmer gegangen, hat auch alles geklappt und die Frau meinte so, haben Sie Ihre Unterschrift schon geübt, Ihre neue? Ich so, wie? Muss ich jetzt gleich mit Klaassen unterschreiben? Die so, ja, natürlich müssen sie mit Klaassen unterschreiben. Da war ich schon mal so voll, oh, ich weiß gar nicht, wie ich unterschreiben soll. Während der Trauung auf unserem, wie nennt man das? So eine Urkunde, Eheurkunde. Heißt das so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses Blatt, wo man dann offiziell drauf unterschreiben muss. Und die Frau sagt zu mir, unterschreiben Sie bitte mit Vor- und Zunamen. Und Sie, Frau Klaassen, jetzt schreiben dahinter noch geborene Heinicke. Was mache ich, Vollidiot? Ich schreibe Bianca Heinicke, geborene Heinicke. Und dann muss ich es durchstreichen und einfach drüber schreiben. Weißt du, so voll das wichtige Dokument, die sitzt da, muss, ihr einziger Job ist es, Bianca Klaassen zu schreiben. Was macht Bianca Heinicke? Ich war nicht drauf vorbereitet, dann war ich so aufgeregt. Das war so ein aufregender, emotionaler Moment. Der Kleine ist so turbo abgegangen während der Trauung. Oh, tut mir leid, ich bin einfach nur am Arsch. Von da aus sind wir dann auf jeden Fall in eine super schöne Location. Dann haben wir uns erstmal die Ringe angezogen. Ja, unsere Ringe, wir haben jetzt Eheringe. So typisch wir einfach. Einfach reingegangen. Ich habe die Frau, kein Spaß, unten gefragt, was muss ich denn gleich machen? Ich war zwar schon mal auf einer Hochzeit, aber weißt du, merkst du, passt halt da nicht so krass auf, als wenn weißt man du? Selbst heiraten würde. Ich habe halt gefragt, muss ich gleich wirklich nur Ja sagen? Und die so, ja, das kriegt wirklich jeder. Ich so, okay, gut. Wir haben es geschafft und wir sind jetzt offiziell Herr und Frau Klaassen. Es ist so komisch, plötzlich einen anderen Namen zu haben. Ich meine, ich habe den jetzt gerade mal seit ein paar Stunden. Ich musste noch nie offiziell unterschreiben, mich damit melden oder irgendwas. Aber ich glaube, ich werde so lange brauchen, bis ich mich daran gewöhnt habe. Meine Schwester sagt, ich sehe jetzt Erwachsene aus mit einem Ring. Findet ihr das auch? Naja, auf jeden Fall, um den Tag mal kurz abzuschließen, um zu erzählen, was passiert ist. Boah, Junge, noch, ist das chaotisch. Da muss ich einfach Notizen gemacht. Wir sind auf jeden Fall nach dem Standesamt alle zusammen in eine wunderschöne Location mit einem wunderschönen Überblick über Köln gefahren und haben da einfach die Zeit als Familie zusammen genossen, haben da wunderschön gegessen, gespielt. Es kommen so schöne Fotos online, wir heute haben sogar noch. So also, schöne Fotos, ja. Vielen Dank an den Tim, der das so toll gemacht hat. Der ist so spontan noch als Fotograf für uns eingesprungen. Ich habe übrigens gesagt, dass es ein Bilou-Fotoshooting ist, weil wir es wirklich jedem verheimlicht haben. Und dann haben wir ihn die Nacht vor der Nacht davor gesagt, wir dachten dann so, scheiße, nachher bringt er jetzt nur so Kameras mit, um irgendwie so ein Shooting zu machen oder so. Dann, ja, wir heiraten, bringst du irgendwie eine andere Kamera mit. Das Wetter hat so gut mitgespielt. Es war wirklich Herbst die letzte Zeit. Und heute waren einfach 27 Grad. Die Sonne sah hat die ganze so Zeit so süß aus. Auf jeden Fall waren bis jetzt gerade die Gäste da. Wir haben jetzt nach 10 Uhr abends schon. Es war wunderschön, aber wir sind total kaputt und wir dachten, wir setzen uns jetzt noch hin, um euch einfach ganz fresh vom Tag ein bisschen was zu erzählen. Und ich habe so viele leckere Cocktails getrunken. Und ich habe so viele Kekse gegessen. Meine Schwester hat mir auch eben noch geschrieben, dass sie den Tag so schön fand. Irgendwie jeder, der da war, hat uns nachher geschrieben. Es war einfach wirklich, kennt ihr das, wenn Tage einfach perfekt sind? Ja. Und das, obwohl wir das irgendwie so gar nicht vorbereitet haben. Es gibt ja Menschen, die planen. Und dann erwarten die aber auch so voll viel von diesem Tag. Wisst ihr? Und wir haben irgendwie 10 Minuten in diese Planung gesteckt. Ey, wir hätten beinahe ohne Hochzeitskleid. Gut, wäre jetzt auch kein Drama gewesen, aber wir hätten wirklich beinahe ohne Kleid geheiratet. Ja. Und trotzdem so schön. Aber es ist ja oft so, dass die spontansten Dinge irgendwie beim Reisen damals, die spontansten Trips waren halt oft einfach die geilsten. Ja. Wir haben schon, also wir hatten bis 16 Uhr die Location gemietet und das Ganze hat ja schon um 9 Uhr angefangen heute Morgen. Wir dachten so, oh, hoffentlich kriegen wir die Zeit bis 16 Uhr um, ohne dass sich alle langweilen irgendwie. Und im Endeffekt sind wir danach noch alle zu uns nach Hause ins neue Haus gefahren und haben einfach fast bis 10 Uhr abends noch zusammengesessen. Das war einfach... Es war echt einer der schönsten Tage meines Lebens. Ja, war dann natürlich auch. Ja, das war die Info. Folgt uns sehr gerne auf Instagram. Also erwartet jetzt bitte nicht so, Schleier, irgendwas. Schloss. Aber es sind wirklich, es sind einfach so richtig schöne Momentaufnahmen geworden und ich freue mich voll, die zu teilen. Wir genießen jetzt den Abend zu zweit noch ein bisschen als frisch getrautes Ehepaar. Jetzt darf der Kleine kommen. Ja. Wir haben so, weil, du hast es erzählt mit deinen Eltern, ja, ne? Ja, was denn? Wann die geheiratet haben. Ach so, ja, ja, klar. Heute ist ja der, also der 12.9. ist jetzt unser Hochzeitstag. Und der ursprüngliche Hochzeitstag ihrer Eltern war auch am 12.9. Ja. Und dann ist die Bibi nämlich plötzlich nicht gekommen, aber... Aber ich habe ein bisschen Stress dann gemacht. Dann hat die Stress im Bauch gemacht und dann wurde die Hochzeit abgesagt. Und darum hatten wir... Also eigentlich hätten die Eltern auch am 12.9. geheiratet.
steht auch auf dem Ring drauf. Ja, ne? In dem Hochzeitsring von meinen Eltern steht das gleiche Datum. Oh no! Wenn der Kleine jetzt auch einfach... Genau heute komme ich in die 38. Schwangerschaftswoche. Sprich, ab heute zählt die Geburt offiziell als normale Geburt und ist keine Frühgeburt mehr. Ab heute ist der Umzug fertig, wir sind verheiratet. Der Kleine kann jetzt einfach kommen die nächste Zeit. Oh Gott, wieso passiert nicht noch mehr auf einmal? Und so durcheinander, wie dieses Video war, so sind einfach... So ist unser ganzes Leben gerade. Ja, aber so emotional durcheinander sind wir, glaube ich, auch gerade im Moment. Also sorry dafür, wir wollten einfach jetzt diesen Moment noch kurz nutzen. Wenn ihr Fragen habt, stellt die Fragen gerne in den Kommentaren. Vielleicht machen wir dazu ja nochmal so ein separates Fragen- und Antwort-Video oder irgendwie sowas in der Art. Ich würde sagen, wir beenden dieses Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen damit aus unserem Leben teilhaben lassen. Ich verabschiede mich. Es war meine Ehre, hier teilzunehmen. Ich wollte mich verbeugen, aber geht ja nicht. Ich sitze. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Darf ich mit dem Kissen beenden? Nein. Ich halte die Kamera auf. Носители, и мы всего лишь 25-й кадр твоего слуха гипнотизируем, ведь разум подчиняется звукам. И эта мания, подобно настоящей магии, то разрывает от начала до конца твое сознание. One.